Auch in Dessau ist zu erkennen, dass die Elbe Hochwasser führt. Feuerwehreinsatzleiter Marco Barth über die Lage zum Elbe-Hochwasser. Wir stehen hier gerade an der Elbe und wie man sieht, haben wir gerade Hochwasser. Und das ist ausgelöst. Am Oberlauf der Elbe kam es zu einer 5b-Wetterlage. Diese hat dazu extremen Regenmengen im tschechischen Einzugsgebiet halt geführt. Und der Flusslauf im Gesamten, von Tschechien beginnend bis hier in Dessau, steigt jetzt langsam an. Wir haben in Dresden die Alarmstufe 1 am 15.09. überschritten gehabt. Das ist auch unser Pegel für Dessau, sodass wir halt den Vorlauf haben, und um uns auf das Hochwasser einzustellen. Wir haben heute erfahren am 16.09. um 14 Uhr, dass in Torgau, was unterhalb von Dessau liegt, aber oberhalb von Dresden, die Alarmstufe 2 voraussichtlich nicht erreicht werden wird. Und dann, deswegen können wir hier in Dessau auch sagen, wir haben es mit einem Hochwasser zu tun, aber auch nicht mit einer extremen Lage. Diese ist beherrschbar und wir halten uns weiterhin an unser Hochwasserdokument, an unseren Einsatzplan und führen den durch, dass alle Bürger halt auch geschützt sind.